Servus, ich bin der Hubert Kabinian, bin Puttenmeister in zweiter Generation. Bei uns auf dem Betrieb, wir haben zwei Stallsysteme. Wir haben praktisch auch die Offenstelle, in dem wir die Mast betreiben, die eigentliche Mast. Haben aber nebenan noch einen Warmstall, also sprich einen geschlossenen Stall, in dem wir die Kükenaufzucht betreiben. Wir bekommen unsere Küken als Eintagsküken. Innerhalb der ersten Woche haben wir viel Arbeit, bei der dann die ganze Familie mithilft. Damit die Tiere das Fressen lernen, bringen wir überall im Stall Futter und Wasser aus. Die Hauptarbeit dabei ist das Reinigen der Wasserstellen und Auffüllen der Futterplätze. In der Puttenmast ist es üblich, dass wir die Hähne und Hahn getrennt aufstallen. Das machen wir aufgrund der unterschiedlichen Geschlechtsreife und dadurch den unterschiedlichen Schlachtalter. Grundsätzlich machen wir mindestens zweimal am Tag einen Kontrollgang und ca. alle 1,5 Tage wird nachgestreut. Ich bin gern Landwirt, weil ich stolz darauf bin, dass wir ein gesundes Lebensmittel erzeugen.